Und da geht's auch schon weiter. Bekanntheitsgrad wurde erhöht. Endlich werden uns die Großen auch verfolgen. Und so, man saß da noch und dann gehen wir auch schon auf zum nächsten Quest. Und wohnen dem Beil. Ich denke mal, das wird eine ganze Ecke entfernt sein. Ich guck gleich mal, nachdem ich mir das hier aufgesammelt habe. Ich werde euch gleich noch was wissen. Moment, gucken wir ganz kurz ins Quest rein. Wo haben wir denn die nächste Mission? Die müsste ja hier hinten theoretisch irgendwo sein. Da ist die nächste Mission. Was haben wir auf dem Wege? Dann können wir doch theoretisch die da noch mitnehmen. Dann machen wir einen Abstecher hier rüber. Von hier kommen wir ja. Siehst du, wir kommen von hier. Sind jetzt einmal hier rumgefahren. Das heißt, wir fahren mal kurz zurück. Fahren dann hierher und haben die beiden Gebiete auch mitgenommen und haben dann die Mission erreicht. Das wird jetzt unser Weg sein für diese Zeit. Und damit sollten wir eigentlich ganz gut fahren. Ich glaube, hier hat sich irgendwas in der Karte aufgehangen und ich habe da was verpasst. Sieht mir nicht so recht komisch aus. Fregatte Level 38. Holz und Kunststoff. Ich weiß nicht, was ich bräuchte, aber... Ich habe noch eine Mörserkugel, also von daher... sollte ich jetzt vielleicht von den beiden die Finger lassen. Auch mit der Mörserkugel. Ah, das ist ja hier Kriegsgebiet, deswegen. Dann drehen wir mal ganz kurz ganz schnell ab. Und... ja, ja, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Drehen wir ab und holen uns mal ganz schnell hier die... bevorzugte... wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Moment. Wir fahren jetzt hier lang. Ah, das ist der Assassinenauftrag, verstehe. Dann holen wir uns aus die Festung und machen dann den Assassinenauftrag. Vielleicht können wir da irgendwo Mörser, kann man Mörsergeschosse eigentlich kaufen? Wäre ganz nice bei unserem Geldstand, ne? Nehmt die Rahn auf den Wind! Hackbar, Captain! So, hier haben wir wieder eine abgelegene Insel. Wir verschmähen auch diese Ruhe nicht. Die aus dem Grunde des... nicht aus dem Grunde des vielen Geldes, sondern eher aus dem Grunde der Vollständigkeit wisst ihr ja, schmähen wir keine Insel und keine Kiste. Wir wollen ja wirklich alles hier mitnehmen. Dazu gehört auch die mal im Meer rumzuspringen. So, Schatz voraus. Na, hoch mit dir. Oh, was haben wir hier so? Ja. Ich finde das dämlich, dass man die Truhe nicht von zwei Seiten öffnen kann. Das ist... weil wer stellt denn so seine Truhe hin? Ganz ehrlich, da muss einer hier hochgekratzt sein und so... ja, ich stelle hier genau meine Truhe hin. Kauterbackstange. Cool. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. So. Und nach oben. Und weiter geht's. Die Mannschaft und ihr sollt natürlich nicht zu lange warten. Hier ist ein Buch, das heißt, wir kommen nicht durch. Wir müssen also hier lang. Ich sehe ein armes Mensch auf die See. Der muss sich einverleiben, auch wenn wir selbst kein... ach doch, siehst du, das war ein Kummelklipp, was wir noch gebraucht haben. Und da kommt ein Verfolger auf uns zu, wie ich kann. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Für den Himmel. Level 38. Da muss ich, den muss ich zuerst platt machen, also das hilft nichts, da kann ich nicht einfach ins Tor reinrennen. So. Noch einer? Wir müssen diese Türme treffen. Na klasse. Das wird jetzt witzig, also Team 2 habe ich eigentlich nicht so Lust. Feuer! So. So. Und der andere. Ja. Hallöchen. Der macht Schaden, der macht oben nicht Schaden. Ach du Scheiße. Das könnte jetzt gleich unser Ende bedeuten, also das ist wirklich heftig, das Vieh. Wie gesagt, mit Level 8 wollte ich echt noch nicht erleben. Und das ist wieder nur so.
Ich werde mal die Flucht ergreifen. Da hängt eine Flagge, Segel im Wind. Okay, gut. Wir haben's. Oh. Oh oh. Das ist uncool jetzt. Das Fort hat natürlich jetzt freie Schussbahn auf uns. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht zu nah ins Fort geraten. Und erst einmal. Ich glaube, bevor wir das Fort angreifen, müssten wir unser Kopfgeld loswerden. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Die Frage ist, wie wir das anstellen wollen. Was ist das denn? Tee? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn Tee, bitte? Ist das Tortuga? Ich weiß es nicht. Talum, zu diesem Ort reisen. Ablehnen hatte ich eigentlich nicht vor. Was macht der denn das? Was sind die beiden Schiffe? Das eine hole ich mir vielleicht noch mal. Das ist ja jetzt recht nah bei uns. Komm ruhig her. Komm ruhig her. Wir brauchen wir sowieso, um gegen die Festwand zu kämpfen. Feuer! Sie präsentieren sich uns. Lasst sie dafür bezahlen. Feuer! 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 Na also. Bewegung, ihr Ratten! Hin, bevor das andere saß, Da hat es mich nicht mehr gekriegt, okay, sehr schön. Und wir holen uns erstmal die Typen da drüben. Wir können aber auch nicht ausrüsten und dann können wir gegen das andere Schiff kämpfen. Dann schaffen wir es vielleicht sogar. Moment, wo ist denn der Hamster von der Schiff? Okay. So. Zwei Leute fehlen noch. So, 10 Leute! So viel zu dem Thema Piraten lieber. Wir müssen es halt ein bisschen taktischer angehen und dann kriegen wir auf dieses Problem locker in den Griff. Mit unserem Charme, unserem Können und natürlich mit eurer Unterstützung. Juhu! 45 Rum, Schwertkugel im Feuerfässer. Yo, check doch reparieren, mach mal! Yo, yo, yo! Oh, da ist das andere Schiff genau vor, das habe ich gerade gesehen im Screen. Ach du Scheiße. Auf dein Zeichen, Captain! Wir müssen hier rein. Macht euch bereit! Feuer! Bis dahin, Sir! Sind bereit, Sir! Wir haben zu viel Feuer! Feuer! Ach du Scheiße. Echt verdammt aufpassen bei dem Vieh. Feuer! 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 Abgrundtief begeistert. Abgrundtief trifft es wahrscheinlich auch am besten. Der bei der Masse an... Gegner feuert! Ach du Scheiße. Haben Schaden genommen! Feuer! Wir gehen unter! Tram und Marssegel fest zurück! Ach du Scheiße! Feuer! Haben wir es besiegt? Feuer! Ich kann's! Feuer! Ein Zeichen ist dahin! Ihr seid gleich Treibgut, Captain! Feindliches Feuer! Feuer! Oben getroffen! Feuer! Ein Rock! Gegner! Kopfsegel reffen! Sie haben ja eine Feuerkugel. Feuer! Hör sie, Worte! Das wird sie versenken! Wir müssen unbedingt zu dem Schiff hin.
Ich will unbedingt zu dem Schiff. Alle muss! Ja! Jetzt können sie aber alle einpacken hier. Also gut, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Jetzt können sie alle einpacken. Wenn wir das Schiff dabei kriegen sollten jetzt. Huch! Mann! Arsch mich mal nicht. Hallo. Ich würde gerne auch. Ja! Bam! Ja, die Pistole Neuger. Halte sie zurück! Wir werden in eure Blutfahrt! So, Feuerreserven des Schiffs gerade machen. Mit Vergnügen und dabei töten wir natürlich gleich alle Leute auf dem Schiff. Und dann kommen die erstmal unsere Freunde zu. Und das lassen wir natürlich nicht zu. Na du, ach, ist frei. Dann bist du natürlich ein Trooper fahren. Alter, wir haben es wieder, das schaffen wir jetzt wieder nicht so die vier Leute und so. Der, alle kämpfen. Lalalala, ich bin auf einem Piratenschiff. So, zwei Crewmitglieder noch töten. Das sind wieder alles keine Probleme. Na, wer will? Hallo, wer will? Hallo? Fein? Kämpfen wir einfach hier? Ah, fein. So, und das war's. Tschüss. Yeah. Meine Crew und ich, wir werden hier, weißt du wie? Alter, jetzt kriegen wir erstmal die Mörsergeschosse, meine Freunde. Und dann zeige ich euch mal, was die Mörsergeschosse können. Echt, dann weiß ich selbst nicht. Ich hab jetzt gleich ausfinden. So. Wer will zuerst? Du! Ja! 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 Feuer! Sieh zu, da haben wir das erste Blatt gemacht. Feuer! Da sind sie verwundbar. Und? Sind bereit, Sir. Tschüss. Feuer! Feuer! Oder mal drei Schiffe besiegt. Unterschätze sie nicht. Ist das ja, ja, ich unterschätze das Schiff nicht. Keine Angst. Ich mach's einfach platt. Jetzt haben die geladen. 100 Metall. Alter. Die sind schon, wir haben schon wieder, ich glaube, ein paar Folgen gekämpft. Ein, zwei Folgen. Und schon haben wir schon wieder so viel Zeug einfach am Mann. Dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit. Hallo. Ja. Ernsthaft? Ja, also wieder. Hallo! So, wieso muss ich rüber springen? Wir haben keine Kanonenkugel mehr. Stirbt mich aber nicht sonderlich. Einer der Lumpen setzt Fuß auf unsere Deck. Kommt mal her! Der ist weg. Der ist weg. Und wie geht's weiter hier? Ab hier hinten hin, und wie geht's weiter? So, ja. Und hier ist auch noch einer, der möchte über Bord und... Na du, das sind wir. Ach, du möchtest sterben. Natürlich, ich habe für jeden was dabei. Auch du, und das ist wieder... Warum hatten wir eigentlich so ein Zeichen für dich? Guck mal, sieh hinter, das ist glaube ich der rechte Hand oder was? Mein Captain hat schon gekillt. Da haben wir sie mit ihm verloren, da haben die halt verloren, wow. Oh, ruhig. Oh, oh. Ja, mal. Und der letzte, tschüss. So, meine Freunde. Wart Lockstockerei, ich Lockstockerei auf diesem Schiff, yeah. Und da machen wir uns jetzt in Eilgeschwindigkeit mit 7000, ich würde sagen, mit 7000 Stundenkilometer zur Festung auf. Metall, Rum, Schwere, Kuchen, Feuerfässer. Yo, Jektor reparieren. Tudum. Und dann können wir dem nächsten Schiff hier unseren Bekanntheitsgrad senken und vermeiden, dass uns bei einem Festungsangriff jetzt noch so ein Monster entgegenkommt. Aber wir sind wirklich recht gut. Wir haben es trotz dieses Megaschiffs. Oh, Holz und Zucker, das ist natürlich jetzt. Wir wollten den Bekanntheitsgrad verhindern. Ja. Also wir müssen es entdecken. Jetzt hätte ich jetzt einfach gesenkt wegen dem Holz nur.
So ist er nämlich gegnerische Kundschaft und würden gar nicht hier auch. Da bin ich hier voll in die perfekte Lage zum Schießen ab. Ich würde irgendwo die Feuerwehrwaffen treffen, aber... Den wird anscheinend nicht sowas. Hä? Ach, da hinten war die Feuerwehrwaffen. Ja, aber 4 Leute gekillt, auch nicht schlimm. Ja, aber was ich mal auf den Kundschaftern. Die holen wir sie nicht hier. Hallo? So, na dann, Edward. Auf geht's zu den Kundschaftern, die sich... Ah, der befindet sich schon, ja, alles klar. Gott, was war das jetzt? Oh, ich hab Bock mehr, ich spiele aber hier, das bestimmt nicht für mich. Ich werde nicht zählen, oder... Ich hoffe mal, der Kundschafter lässt jetzt eine Waffe fallen, die wir auch gebrauchen können. Dann könnte ich nämlich mit der Waffe, die der fallen lässt, den anderen wieder killen, wie ich sonst noch mit einer Waffe. Na du! Ja, da ist die Waffe gefallen, ja, genau, das tut er. Auf die andere Seite des Schiffs. Auf die andere Seite des Schiffs. Edward? Was macht denn der Junge die ganze Zeit? So, erstmal das Vordeck säubern hier. Was machst du einmal hier? Ja, ich verteidige den mal. So, den hole ich mir jetzt in den Typen da oben. Okay, jetzt kommt hin. Ich muss gerade hier hochspringen, aber ihr wisst ja gar keins. So, Hallöchen. Assi wäre es, wenn die sich hier treffen könnten. Das ist ja wirklich so durch diesen Schiff da durch. Also wenn sie die Gänge könnten, so ist wäre aber wie gesagt Assi. So. Hier ist der Haken, den ich gesucht habe. Und diesmal springt er auch endlich mal den Haken, oder? So. Na? Und schlafen. Ja, was für eine Riesenmenge an Soldaten hier noch steht. Aber wir haben natürlich Angst jetzt, weil ich genau diesen einen Mann, der keine Abwehr hatte, gekillt habe.